Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Silent Mike erklärt. Immer noch Lizenzen, Folge 3. Die Pops sehen gut aus, Kill Bill. Cooler Film, ich als Tarantino-Fan natürlich super begeistert. Ne, coole Pops, ich besetze selber noch keine davon, aber das kommt vielleicht irgendwann, wenn ich da mal einen über den Kopf kriege. Last Man Standing. Kann ich gar nichts zu sagen. Da gibt es einen Pop zu, das ist ein Exclusive und sonst war es das eigentlich scheinbar auch schon. Vielleicht gibt es auch noch eine Reaction-Figur, das kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ist eine Lizenz, so. Wer es kennt, wird es mögen, ansonsten bah. Lost in Space kennt wieder auch keine Sau. Ist eine Serie, die lief, glaube ich, nie im deutschen TV. Ist eine Schwarz-Weiß-Serie, meine ich mich erinnern zu können, über eine Familie, die ja, im Weltall strandet auf einem fremden Planeten. Ihr kennt vielleicht, ist halt ikonisch, diesen Roboter mit den wackeligen Armen. Achtung, Alarm, Achtung, Alarm. Gibt es auch als Pop und das ist auch das Einzige, was es davon gibt. Diese Figur eben von dem Roboter. Gab es mal einen Film zu, viele Jahre später, und der war auch ganz schlecht. Magic the Gathering. Coole Lizenz. Sehr coole Popfiguren. Die sehen richtig, richtig gut aus. Und ich meine, es gibt da auch noch Legacy-Figuren zu. Und die Pops sehen schon ziemlich geil aus. Also da stehe ich jedes Mal vor und denke, oh, die sind nicht teuer. Und stellst du die jetzt hin? Kommt vielleicht noch. Bin ich noch am Überlegen. Master Text ist auch so eine Lizenz. Die müssen sie relativ früh gekriegt haben damals. Und sie haben sich die geholt, haben einen Pop rausgebracht dazu, haben einen Exclusive-Pop dazu rausgebracht und das war's. Mehr ist da nicht passiert und ja, da wird wohl auch nicht mehr viel passieren. Also schade eigentlich, ich liebe den Film, ich liebe Tim Burton und da könnte man noch so viel machen. Komm, mach doch einen Ride. Mach doch einen Ride mit so einer Untertasse und so einem Alien. Bringt den nochmal wieder raus. Gib den neuen Fans nochmal die Chance, noch so einen Marsianer zu bekommen, oder? So, jetzt kommen wir zu einer riesen Lizenz. Ja, Teil von Disney an sich, Marvel. Ja, Marvel, ich riesengroßer Marvel-Fan, sammel primär jetzt die Pops allerdings aus den Filmen, denn ich muss sagen, die Pops, die auf den Comics basieren, gefallen mir optisch nicht so. Die aus den Filmen sehen alle ziemlich cool aus, außer Ultron, der ist verkackt, aber die anderen sehen alle ziemlich cool aus. Also Marvel ja auch ganz groß mit Funko am Zusammenarbeiten, ne? Auch jetzt die Marvel Collectors Core Box, die ja rauskommt. Da kann man nichts falsch machen. Also das ist so die einzige Subscription-Box, die man vielleicht mitnehmen sollte. Ne, auch wenn die ein ganz katastrophales Problem da immer haben mit irgendwelchen Boxen, die nicht verschickt werden und irgendwelchen defekten Funko-Pops, die da drin sind, weil sie das T-Shirt nach unten legen etc. Also die sind noch am Üben. Ne, aber nichtsdestotrotz, Marvel eine riesengroße Lizenz. Marvel übrigens Besonderheit, die Figuren von Marvel, die Pops zumindest, sind alles Bobbleheads. Warum ist das so? Ja, wir sprechen über Lizenzen. Das ist nämlich ein Lizenzproblem. Denn die Lizenz für Figuren in dieser Größe, für Nicht-Bobblehead-Vinyl-Figuren, liegt bei jemand anderem. Deswegen musste Funko tatsächlich sagen, okay, komm, dann machen wir Bobbleheads, damit wir überhaupt Figuren rausbringen können. Ist halt so. Masters of the Universe. Ich liebe die Masters of the Universe. Ich bin ein Riesenfan, ne, und grüße an dieser Stelle auch schon mal den Chris. Hallo Chris, du bist ja auch so ein riesengroßer Masters of the Universe. Ich bin ein riesen Masters of the Universe Fan. Ja, und grüße an dieser Stelle mal den Chris. Hallo Chris, du bist ja auch so ein großer Masters Fan. Und ja, zu den Masters gibt es genau 5 Pops. Es gibt He-Man, es gibt Skeletor, es gibt Hordak, es gibt She-Ra und wer dürfte der 5. sein? Wer ist der 5. Pop? Ratet mal. Ja, ich höre so ein paar sagen, Beastman, Man-at-Arms, Teela, Orko, Trapjaw, Treeclops sagt einer, Zodak, okay, die Sorceress, interessant. Ihr liegt alle falsch. Es ist Speakor. Ja, ich weiß nicht, warum es Speakor gibt und keinen von den anderen, das ist einfach ein Witz. Und es ist so schade, dass diese Reihe nicht fortgeführt wird. Ich persönlich liebe sie, ich würde mir sie alle hinstellen, ich würde Beastman toll finden, Trapjaw, alles. Komm, mach das doch, bring doch nochmal welche raus, bringt Rides raus, ein Windrider zum Beispiel oder sowas. Schön mit der Figur drin, wäre das nicht was, mach das doch einfach mal. Ich würde mich freuen, Masters, tolle Lizenz. Ja, ne, Skeletors Henchmen sozusagen, seine Gehilfen sind ja auch im Prinzip Minions, hier kommen nochmal kurz zu den Minions. Gibt natürlich auch noch eine eigene Lizenz, nicht nur für die Despicable Me Sachen, sondern auch für die Minions. Die sehen optisch ein bisschen anders aus, die sind ein bisschen knallebunter, die neuen Minions. Habe ich hier alle im Regal stehen, finde ich ganz witzig, wobei ich den Film gar nicht so gut fand. Liegt wahrscheinlich daran, dass mir da zu wenig
Erwachsenenhumor drin ist. Das ist doch sehr kindlich gehalten. Hier kommen wir jetzt zu einer Sache, wo mein Humor wirklich getroffen ist. Monty Python. Da gibt es Figuren zu, ne, Ritter der Kokosnuss. Und da fehlen sogar noch einige, da können noch ein paar mehr rauskommen. Und ich habe schon ein paar auf meiner Wunschliste, die will ich haben. Ja, super cool. Monty Python, mein Humor. Kann mich totlachen drüber. Munchkin, ja, ist eine Lizenz zu, ich glaube, einem Spiel, so ein Boardgame ist das wohl. Ja, meine ich zumindest. Könnte aber auch ein Handygame sein. Ich bin da echt nicht ganz 100% sicher. Ich weiß nur, da gibt es dann eine Figur, das ist nicht mal ein Pop, das ist halt so eine große Vinylfigur. Die sieht ganz süß aus eigentlich. So ein Wikinger mit Turnschuhen. Ja, ganz cool. Die hätte ich jetzt nicht extra aufzählen müssen, aber ich mache es trotzdem, denn sie gehören zu Disney. Die Muppets, ja, wurde mal von Disney aufgekauft irgendwann. Früher war es Jim Henson's Muppets, jetzt sind es nur noch die Disney Muppets. Da gibt es auch ein paar Figuren zu, auch ein paar Exclusives und auch ein paar wirklich seltene Dinger und die werden auch immer rarer. Also wenn ihr solche Figuren in die Finger kriegt, könnt ihr gerne mitnehmen, könnt ihr nicht viel falsch machen. Sehen auch irgendwie toll aus. WWE, ja. World Wrestling Entertainment, ich liebe das und bin auch großer Fan von der WWE. Ich war früher in den 80ern großer Fan, hab's dann irgendwann vernachlässigt, hab im Prinzip die komplette Karriere von Steve Austin total verpasst, also Stone Cold. Hab ich nicht mitgekriegt, hab ich nicht gesehen. Ne, ich glaube nicht einmal kämpfen sehen, aktiv sozusagen, und hab erst jetzt vor 2 Jahren wieder angefangen, ein bisschen mehr zu gucken. Ne, da fehlt mir aber auch noch eigentlich Pops. Also ne, Shawn Michaels Pops können Shawn Michaels Pops, also noch Shawn Michaels machen, ne, und noch diverse andere, also Diesel wäre cool, Ultimate Warrior als Pop würde ich cool finden, Bret Hart muss eigentlich sein mit seiner coolen Brille, und noch diverse andere, also da gibt es noch richtig, richtig viele, die ich gerne in Pop-Variante sehen möchte, aber naja, mal sehen, was da noch kommt, auch von den neuen Helden, unbedingt mal Roman Reigns, warum nicht, oder ein Seth Rollins, Dean Ambrose, kann man alles machen, haut die raus, ne? Big Show, Ryback, ne? Und von Ryback kommen wir jetzt zum Quarterback, ne? NFL ist natürlich auch eine Lizenz, die Funko hält, die Sports könnte man noch weiter ausbauen, also ich könnte mir vorstellen, dass die bei Sports auch mal irgendwann vielleicht auf Soccer gehen oder auf Hockey oder auf irgendwas anderes an Sports, ne? Polo. Ja, aber die NFL-Lizenz haben sie auf jeden Fall. Ne? Basketball-Lizenz haben sie auch, die habe ich aber irgendwie nicht aufgezählt. Ich weiß nicht, die haben wir gerade aktuell nicht gefunden. Und zur NFL, die Besonderheit an der NFL, an diesen Pops ist, die können ihre Helme abnehmen. Das finde ich schon ziemlich geil, zumindest sah das so aus bei einigen Figuren. Wenn ich Blödsinn rede, tut mir leid, kann passieren. Ich habe auf jeden Fall einige Figuren gesehen, wo die Helme daneben lagen. Fand ich sehr interessant. Ist nämlich nicht so oft, dass Pops irgendwelche Accessoires dabei haben. Nightmare on Elm Street. Ja, auch einfach nur Teil der Horror-Icons-Reihe. Ist einfach Pflicht, dass sie da die Lizenz halt halten, damit sie den Freddy-Pop rausbringen konnten. Viel wird da nicht mehr zu erwarten sein, denke ich mal. Wird aber bald wieder Remake, der Film. Orange is the New Black. Kann ich auch nicht viel zu sagen. Hab die Serie nicht geguckt. Gibt's ein paar nette Pops zu. Oder die kommen jetzt bald raus. Sehen ganz witzig aus. Gibt's vielleicht Fans von. Viel Spaß damit. Orphan Black. Kürzlich erst gesehen, die Serie. Geniale Serie. Die Pops sind auch alle sehr genial geworden. Ja, und ich glaube, Fans werden sie alle holen. Fans werden Felix lieben. Den gibt es auch als Pop. Wobei auch da wieder eine Figur entstanden ist, die im Prinzip nur in einer einzigen Szene mal zu sehen ist, sozusagen. Also die Figur gibt es natürlich in der ganzen Serie, aber so wie sie in der Pop-Variante aussieht, gibt es sie nur in einer Szene. Ansonsten sind die Pops auch sehr gut gelungen und haben einen ganz guten Wiedererkennungswert. Und auch die Serie, guckt sie euch an, ist toll. Mr. Peabody und Sherman, ja, möchte ich gar nicht viel zu sagen. Die Pops sind vaulted, heißt, werden aktuell nicht mehr hergestellt, dürften also im Preis langsam ansteigen. Wenn ihr die noch findet, holt sie euch. Aber wenn sie euch nicht gefallen, lasst es bleiben, bringt auch nichts. Plants vs. Zombies, ja, ich habe Sunflower, den Rest habe ich nicht, weil Sunflower gehört für mich auch zur Blizzard-Reihe, weil ich die als Haustier habe bei World of Warcraft. Und auch das Spiel, Handyspiel, suchtförderndes Spiel, die Leute sind alle total begeistert am Zocken gewesen. Und die Pops dazu sehen auch süß aus. Und ein paar Zombies und dann eben den Pea-Shooter und die Sunflower. Sehr schön. Predator. Ja, für mich natürlich ein Muss. Ich habe nur den normalen Predator. Es gibt ihn aber auch nochmal in Crystal Clear. Es gibt ihn nochmal in Crystal Clear mit Blood. Und es gibt ihn natürlich auch als Reaction-Figur. Und auch da könnte man noch einiges machen. Ich würde zum Beispiel einen Dutch Sheffer gut finden. Also das ist die Figur, die Arnold Schwarzenegger im ersten Film gespielt hat. Und da könnte man das beispielsweise auch noch so machen, dass man den sogar in einer Special Edition rausbringt, wo er Infrarot ist. Und dann stellt man den unsichtbaren Predator neben den Infrarot Dutch Sheffer und hätte dann so ein, ja, cooles Set, sag ich mal. Ne?
relativ neu, die Lizenz, und da fehlen natürlich auch noch ein paar Figuren, die Peanuts. Sehr cool, ich persönlich habe mir den Snoopy geholt und war überrascht, wie winzig der ist. Bei Snoopy ist natürlich Woodstock mit drin. Das macht das Ganze wieder wertiger, aber die Figur von Snoopy selber ist winzig. Und auch die Peanuts sind halt Kinderpops, also von der Größe haben sie es wirklich nicht so gemacht, dass sie sagen, komm, wir blasen die halt auf Erwachsenengröße, sondern die sind halt etwas kleiner. Und bei Snoopy in der Box, da ist fast gar nichts drin, das ist eigentlich nur Plastik. Aber er ist trotzdem süß und ich finde es toll, dass sie diese Lizenz haben. Ich wünsche mir eine Peppermint Patty und einen Schröder mit Klavier natürlich. Also Schröder können sie nicht ohne Klavier rausbringen. Und überlege ich, ob ich mir noch einen Linus und einen Charlie hole. Vielleicht eine Lucy. Mal gucken. Pops muss ich mir mal genauer angucken. Aber Snoopy musste sein wegen Woodstock. Pulp Fiction. Ja, auch eine schöne Lizenz. Da gibt es ein paar ganz coole Figuren. Auch da könnte man noch ein bisschen mehr machen. Ich als riesen Tarantino-Fan habe die Figuren nicht, was eigentlich ein Frevel ist. Aber ich liebe den Film und ich gucke ihn auch immer mal wieder. Na, da gibt es ein paar schöne Pops zu und die großen Fans werden vielleicht haben. Regular Show, ja, kann ich nicht viel zu sagen. Also das sind merkwürdige Figuren, die ich da gesehen habe. Da gibt es irgendwie einen Kaugummi-Automaten als Pop. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Was ich hier ganz übersehen habe, die füge ich jetzt einfach mal ein. My Little Pony gibt es natürlich auch als Lizenz. Ich weiß nicht, warum sie hier nicht aufgeführt wird. Irgendwie ist das untergegangen. Werde ich dann jetzt an dieser Stelle dann noch einfügen. Die habe ich nämlich total vergessen. Die wäre normalerweise ja bei M gekommen und nicht bei R. Wir sind jetzt bei R. Könnt ihr euch auch holen. Auch ziemlich cool, My Little Pony. Gibt's Pops, gibt's aber auch andere Vinylfiguren, auch von Funko, die sind sehr cool geworden. Und ich habe mal reingeguckt in die Zeichentrickserie. Optisch gefällt mir das ganz gut, vom Inhalt her nicht so. Dafür bin ich wahrscheinlich zu alt. Dafür bin ich jetzt nicht zu alt, Rocky Horror Picture Show. Da gibt's auch Popfiguren zu, ganz neu. Die sehen toll aus. Holt sie euch, wenn ihr Fans seid von Rocky Horror. Rocky selber gibt's leider nicht, aber egal, es macht nichts. Rocky Horror Picture Show, sehr cool. Wir bleiben bei Rocky, Rocky und Bullwinkle. Sage ich nichts zu. Gibt's zwei Pops zu oder was? Holt sie euch, wenn ihr sie cool findet. Wenn ihr sie nicht cool findet, lasst es bleiben. Sailor Moon, ja, da werden viele aufhorchen, endlich. Sailor Moon. Noch ist da nichts rausgekommen, aber es sind Pops geplant zu Sailor Moon und die Leute flippen alle aus. Die drehen durch, freuen sich total. Und ich würde mal gucken, vielleicht stelle ich mir auch meine Lieblingskriegerin hin. Da gab es nämlich eine, die toll fand ich. Kommen wir zu was ganz anderem, Saw. Zu Saw könnte man noch mehr Pops machen. Es gibt nur den Billy. Cool wäre natürlich auch noch hier der mit der Schweinemaske oder all den Jigsaw-Killer an sich. Und vielleicht so ein paar Opfer, ne, mit diesen Kopffallen könnte man auch noch machen, wenn man wollte. Also da wäre durchaus einiges möglich. Aber da wird es wahrscheinlich auch nicht mehr viel zu geben. Das bleibt halt bei dem Billy. Billy Wright wäre cool mit dem Dreirad. Scarface. Kennt wahrscheinlich auch wieder keine Sau. Vaulted inzwischen gibt es einmal als Ride, gibt es einmal als Figur. Ist ein Kultfilm, solltet ihr euch mal angucken. Eine von Al Pacinos größten Rollen. Ja, da war noch richtig jung. Unbedingt angucken. Scream, ja, Ghostface. Ich habe die Reaction-Figur, ich habe den Pop, ich bin großer Fan. Ich gucke gerade die neue Serie, die von MTV rausgekommen ist. Da haben sie zwar den Ghostface optisch verändert, aber trotzdem ist die Serie toll und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sesamstraße. Auch da gibt es viele, viele schöne Figuren zu. Ja, leider nicht die ich toll finde. Ne? Den Count, den Graf Zahl, den hätte ich nämlich gern gehabt. Gibt es leider noch nicht. War als Concept Art zu sehen, kommt vielleicht in der Season 2 mit. Mal gucken. Sharknado. Ja, sowas muss es auch geben. Gibt es eine tolle Figur zu. Ich habe sie im Schrank stehen. Ein Hai in einem Tornado. Die Filme sind übrigens furchtbar. Der zweite Teil ist recht unterhaltsam, aber der erste und dritte, man kann das gucken und man kann sich totlachen. 10 Bierfilm. Ne? Freunde einladen, Papierchen zirscheln und die Filme gucken, dann habt ihr Spaß. Ansonsten lasst da die Finger von. Außer wie gesagt, der zweite Teil, der nimmt sich schön selber auf die Schippe, den fand ich ganz witzig.